Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen jetzt mit der Bundesliga. Ich hoffe, Mali dreht wieder durch im letzten Spiel. Wäre geil. Ansonsten auch gerne Stindl mal wieder was machen. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass Stindl besser ist als Müller. Er fühlt sich auch gut an, muss ich sagen, als ZOM. Wirkt auch wieder schneller, als er ist. Aber das liegt, glaube ich, auch wieder daran, dass er... Liegt, glaube ich, auch wieder daran, dass er einen guten Antritt hat und nicht ganz so gute Sprintgeschwindigkeit. Und ein guter Antritt ist dann meistens in solchen Situationen besser oder wichtiger als eine gute Sprintgeschwindigkeit. So, schauen wir mal, was wir da haben. Okay, also das ist, wenn man Weekend League nimmt, eher ein schwaches Team, aber das sind trotzdem gute Spieler. Also das sind halt keine Spieler, wo man sagt, ja, die können nicht oder so. Also wenn der Gegner es gut spielt, dann kann so ein Team ausreichen, wenn er mit denen gut klarkommt. Es waren vor allem auch ein paar Dribbler dabei. Also wenn er ein guter Dribbler ist, ein guter Trickser ist, kann es schon sein, dass das funktioniert, warum man den hochspielt. Jetzt konzentrieren. In allerletzter Sekunde von Smalling, von Hummels, sorry. Sehr schön. Oh, er steuert nicht. Jetzt. Oh mein Gott, er hat nicht gesteuert. Er hat nichts gemacht. Also er hat gar nichts gemacht. Nicht mal nicht gerannt oder so. Also er ist nicht mal gerannt. Das war gar nichts einfach. Walcott hat er auch. Scheiße. Wenn ich den auf Vidal spiele, habe ich das zu spät gesehen, dass Vidal da am Ranlaufen ist. Sehr gut mit Vidal gemacht. Was? Was? Warum läuft denn da weiter Dembele und nicht Piszczek, der einen viel besseren Bezug zum Ball hat? Kein Foul. Sehr gut gemacht mit Hummels. Kein einfaches Durchkommen. Schön gemacht mit Reus. Oh, was ist denn das für ein Reflex von Courtois gewesen? Aber geil von Mali, dass er direkt schießt. Aber was war denn das gerade? Krass. Also erstens, wie oft treffe ich bitte in letzter Zeit das Lattenkreuz? Zweitens, wie kann man denn da das leere Tor nicht treffen? Und wieder nur alle schießen, aber das... Oh, ich müsste halt eigentlich 1-0 führen, aber egal. Wir spielen gut. Das ist erstmal das Wichtigste. Er ist bisher noch gar nicht zum Abschluss gekommen. Verteidigen gut. Schade. So gerade, es stirbt ein Sturridge, interessant.
Nice luck. Gut gemacht von Vidal. Schön gemacht mit Reus. Dauert zu lang. Wieder schön gemacht mit Vidal. Aber ein bisschen Glück. Boah. Okay, das war kein Foul. Aber ich nehme das natürlich gerne mit. Krass, er ist so abwartend, dass er nicht mal auf mich da drauf geht. Scheiße. Danke, dass es kein Eigentor gibt. Schöner Schuss von Dembele. Natürlich keine so gute Chance wie vorhin. Och man, Lattenkreuz treffen wir echt sehr gerne in letzter Zeit. Lattenkreuz, dann nochmal Alu, das leere Tor nicht getroffen. Also wir müssten hier 1-0 führen. Aber egal, Gegner hat 0-mal geschossen. Wir hatten super gute Chancen. Konzentriert weiterspielen in der zweiten Hälfte und versuchen, dieses Mal das Tor zu treffen. Gegner ist aber trotzdem, also das Ergebnis ist viel klarer, also das, die Statistik ist viel klarer, als das Spiel eigentlich ist, meiner Meinung nach, weil der Gegner nicht so schlecht spielt, wie es aussieht. Hä, wieso steckt denn der da nie was? Das ist echt komisch. Schade. Aber Glück. Glück. Sehr gut von Sokratis. Genau da soll er hin. Oh mein Gott, ist das geil. Scheiße, Mann. Bleiben wir so hängen. Oh. Bitter. Sehr stark gemacht von Sokratis. Super stark gemacht. Das war auch ultra wichtig, weil er da mit seinem starken Linken hätte abschließen können. Geiler Pass auf Stindl. Das ist aber leider nicht schnell genug. Ich musste dann halt abschließen, also ich konnte ihn noch näher ranlaufen. Ja, geiler Schuss von Mali. Super schwer, den da zu platzieren und auch reinzumachen.
Fuck. Schade, dass Vitali ihn da nicht unter Kontrolle bekommt. Gut gemacht von Hector war es, glaube ich. Wo sind denn Bele? So, jetzt fängt er an zu decken, komischerweise, wie es aussieht. Also, es ist ganz komisch. Oh nein! Ich werde mal tauschen, Reus hat auch keine Power mehr. Hätte ich lieber hochspielen sollen. Taktisch ist, wäre unten durch gewesen und es gibt nicht mal Gelb. Scheiße. Wieder der zweite Ball beim Gegner. Schwacher Pass von Vidal, Junge. Konzentriere dich bitte mal kurz. Mal vom Pisscheck. Oh! Fuck, schade. Schöner Schuss von Vidal. Da habe ich echt gedacht, er macht jetzt einen Fehler, da kurz war. Und er geht rein. Gelb, oder? Ein bisschen lucky das Tor, aber insgesamt trotzdem verdient. Natürlich super lucky, dass es in der 90. Minute das Schießen, ne? Aber wenn wir halt das Spiel betrachten, war es halt
verdient trotzdem diese Führung und das jetzt gewinnen. Ich meine, alleine diese zwei Alu-Treffer. Und wieder mal Müller, der als Einwechsler das Tor macht. Sehr schön. Das war's. Hätte vielleicht noch einen Angriff bekommen. Jetzt kriegt er keinen mehr. Sehr schön, nice. Ja, also ein merkwürdiger Sieg am Ende, wegen dem 90. Minute und so, aber wir haben ja auch schon gegen Treffer gefressen und es ist halt einfach verdient. Tore, Müller, Vorlagen, Hector. Ist glaube ich seine erste, oder? Er hat nullmal geschossen im ganzen Spiel, also wenn das kein verdienter Sieg war, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt schauen wir mal wegen Hector, aber ich dachte. Ja, mal seine erste Vorlage. So, dann machen wir das zweite mit der Premier League und hoffen, dass Benteke wieder Bock hat, auch mit dem Fuß, mit dem Kopf. Mal gucken. Aber wir haben ja lange nicht mehr gesehen, dieses Trikot. Oh, ein Bundesliga-Team. Inform Leno, Second Inform Chicharito. Interessantes Team. Ich verstehe jetzt nicht, warum er Leno drin hat, weil Sommer ist besser. Fährmann ist besser. Und wenn er halt jemanden will mit einem guten Abschlag, kann er ja Sommer nehmen. Sehr schön. Sorry, ich bin nicht dumm. Hätten vielleicht nach hinten jetzt noch machen können, aber egal. Oh, steht er einfach ultra defensiv oder kommt mir das nur so vor? Krass, dass wir da nicht zum Schuss kommen. Schön gemacht von Smalling. Oh! Nicht aufregen. Wieder schön, wie sich zwei Spieler von mir gegenseitig behindern. Wenn jetzt ein Tor fällt, ist es komplett diese Schuld. Schön gemacht von Mané. Schön gemacht von Aspili. Oh, so ein Trottel. Ich dachte halt, er läuft durch. Hat's angedeutet gehabt. Ganz, ganz ärgerlich.
Geschenkte Ecke? Nein, er rettet uns vor der geschenkten Ecke. Reus, versuch dir zu faulen. Der war richtig gut aufgezogen. Hey, trotzdem, Mann. Komm, Benteke, ich will jetzt. Das wird ein schweres Spiel sonst. Ich brauche und will jetzt einen Kopfball drauf. Du hast lange keins gemacht. Mach jetzt einfach eins. Komm! Diesmal hat es nicht geklappt mit dem Jammern und Beschweren. Klappt jetzt doch nicht jedes Mal. Schade. Schade. Emre Can hat einen ganz guten Distanzschuss, aber bisher hat er noch keinen gemacht, glaube ich. Ich glaube, er hat bisher noch kein einziges geiles Distanztreffer, keinen einzigen geilen Distanztreffer gemacht. Also er hatte, glaube ich, schon zweimal Alu, aber noch keinen geilen Dizzy. Jo, würde ich auch sagen. So, Benteke, mach mal ein. Ich glaube, jetzt können wir ohne Probleme De Bruyne nehmen, weil der hat halt einfach die besseren Flanken. Das war richtig dumm von mir. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, wird es meine Schuld. Scheiße, Mann! Doppelte Schuld! Einmal das dumme Rauspassen am Ende und dann halt dieser Fehler. Ach, so eine Ekel. Nicht aufregen, es war doppelte meine Schuld. Ich hätte den Ball rausklären können, ich hätte nicht diese dumme, gelupften Pass machen müssen. Das Tor ist komplett meine Schuld. In doppeltem Sinn. Schlecht gespielt einfach. Aber egal, wir haben noch genügend Zeit. Wir haben noch genügend Zeit, Mäuschen. Wir haben noch genügend Zeit. Ich hab's euch gesagt. So, war gut rausgespielt. Es könnte sein, dass das. Also, ich wollte passen auf jeden Fall, aber es könnte sein, dass der Gegner den Ball zu Gouye gespitzelt hat. Das weiß ich gerade. Das sah jetzt in der Wiederholung so aus, wenn es auch vielleicht vom Gegner kam. Aber ich wollte dahin passen. Von daher, eventuell kam auch der Pass von mir. Das war jetzt leider nicht mehr so ganz ersichtlich. Ist denn Benteke abgeblieben? Dann war gar nicht mehr mit der Fuck. Okay, schade natürlich trotzdem, dass wir dieses Gegentor verursacht haben, aber die Antwort kam direkt und das war ja auch der einzige Schuss vom Gegner. Von daher kann ich eigentlich sonst mit meinem Spiel zufrieden sein, aber das Gegentor war halt dumm.
Richtig geil. Sein Berber Spin gegen zwei Leute. Und es ist gelb. Okay, wieder kein Gelb. Der lässt nämlich mal sträflich laufen, sehr schön. Ich wollte natürlich keinen Lupfer machen, das ist, denke ich, klar. Aber das hätte natürlich ein Tor sein müssen, das war einfach der falsche Abschluss. Der Lupfer. Ich wollte Spielerwechsel machen und naja, da kann halt das dann raus. Schade, hätte eigentlich das 2-1 sein müssen. Nice luck. Prozent mein Fehler auf jeden Fall. Wenn wir jetzt ein Tor fressen durch die Ecke, ist wieder mein Fehler. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das ist. Er trifft halt nicht den Ball. Das ist schon wieder gelb gewesen. Mann, Mann, Mann. Gut gemacht von Schaden. Es ist schon wieder ein Foul, Mann! Ich mache gerade zu viele Fehler, das gefällt mir nicht. Ich muss wieder versuchen, so zu spielen wie in der ersten Hälfte. Komm schon, konzentrier dich, Pax. Es ist nicht passiert. Es steht 1-1, du hast Chancen zum 2-1 gehabt und du machst das zweite Tor jetzt noch. Komm, komm! Einfach konzentrieren. Er pfeift also nichts mehr, alles klar. Dann ist der Schiri ja auch gegangen, ich weiß es nicht. Auch Stindel, interessant.
Nice luck. Er spielt jetzt mit weniger Ausdauer auf jeden Fall besser als vorhin mit viel. Oder ich spiele schlechter, das kann auch sein. Das sieht man hier zum Beispiel. Was ist denn da los? Fällt mir überhaupt nicht. Jetzt ist es halt leider wieder das knappe Spiel, was auf beiden Seiten ausgehen kann. Hat in der ersten Hälfte außer den Fehler, den ich verursacht habe, halt kein einziges Mal geschossen. So, eigentlich war ich da halt deutlich bessere Spieler und jetzt ist es halt leider nicht mehr so. Muss ich wieder ruhiger spielen? Vielleicht spiele ich einfach gerade zu hektisch. Schöne Annahme von Ribéry, er ist ja nur voll. Sehr gut. Ich brauche wieder klarere Spielzüge, verdammt nochmal. Überlege, ob ich es auf 4-1-2-1-2 wechsle. Aber eigentlich. Nee, ich muss, glaube ich, so weiterspielen. Ich glaube, das wird nicht gut, wenn ich wechsle. Ach Mann! Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe 100 Mal, ihr habt es vielleicht sogar gehört, ich drücke wie ein Berserker auf Klären die ganze Zeit. Und er klärt halt nicht, weil er den Ballast annimmt, dieser dumme Vollidiot. Oh, so ein Spaß. So ein dummer, dreckiger Idiot. Wenn ich jetzt das Spiel verliere, dann liegt es aber 100% an der Engine, dass die einfach nicht klären wollen. Ich habe auf Klären gehämmert, extra mehrmals wie ein beschissener Idiot habe ich drauf gehämmert. Fuck you, ey. Jetzt muss ich ruhig bleiben. Es ist nur ein Tor. Es ist komplett unverdient. Schöne Ballannahme. Oh, so ein Spaß, so ein Elender. Was für ein Scheißlacker, ey. Oh. Jetzt bin ich natürlich komplett am Durchdrehen. Alter, das ist halt so beschissen. Dieses Gegentor. Aber jetzt muss ich ruhig bleiben. Komm, du hast noch die Chance, das zu gewinnen. Du freust dich umso mehr, wenn du das Spiel jetzt doch noch gewinnst. Und wenn es noch über Elfmeterschießen ist. Dann bleib einfach ruhig. Versuch die Chancen rauszuspielen. So, ich wechsle jetzt erstmal ins 4-1, 4-3-2-1. Erstens brauche ich jetzt mehr Offensive und zweitens, die funktioniert gar nicht mehr, die Formation. Jetzt ruhig bleiben. Komm, wenn du verlierst, kannst du dich immer noch aufregen, weil ich danach eh keine weitere Aufnahme erstmal mache. Mache ich erstmal Pause. Konzentriere dich, komm. Ist viel zu warm, ich muss meinen Pullover ausziehen. Komm schon. Komm schon. Tick zu spät. Schön abfälschen den Ball, der wahrscheinlich von Schmeichel festgehalten wird.
Dreckslacker. Scheiß Dreckslacker, ey. Ich könnte kotzen. So ein Dreck. Wie gesagt, wir verlieren das Spiel hier nur wegen diesem Scheiß, was nicht geklärt wird. Sonst kommt logischerweise auch die Ecke nicht zustande. Ist unglaublich. Das ist. Abgesehen von der Niederlage, wo wir deutlich bessere Spieler waren und dann trotzdem 4-1 verlieren, was unglaublich war, ist das jetzt auf jeden Fall die zweitbitterste Niederlage in der Weekend League. Ich mache den Fehler, klar, muss ich mir selbst zuschreiben, aber dass wir halt hier dann in der Verlängerung das 2-1 fressen, ist halt einfach 100% engine-bedingt. Man hört es wahrscheinlich sogar in der Aufnahme, ich könnte wetten, man hört es. Ich drücke wie ein Bekloppter die ganze Zeit auf Klären und es passiert nichts. Er nimmt den scheiß Drecks Fickball an, ey. Ich kann gerade nicht flanken, weil das der Schiri da macht hier. Aber ich kann nicht flanken. Macht gar nichts. Ich kann immer noch nicht flanken. Ich kann auch nichts auswählen. Ich kann weder flanken, noch kann ich irgendeinen Spieler auswählen. Ich glaube, der Schiri will ihm eine gelbe Karte geben und es geht nicht, weil er blockiert ist. Ich habe keine Ahnung. Jetzt geht's wieder. Die Mauer steht immer noch da an der Schiri, ne? Nur mal so nebenbei. Die denken immer noch, dass geflankt wird. Guckt euch das mal an. Die stehen noch alle da rum. Was, keine Ahnung, was da los ist. Hä? Was pfeift denn der jetzt? Das war doch kein Foul von mir. Gelb. Wir müssen ein ganz schnelles Tor machen, vielleicht. Aber wie gesagt, ich... Geschenkte Niederlage. Absolut unverdient. Was soll ich dazu sagen? Der Gegner weiß selber nicht, wo es herkommt. So ein Dreckswichser, ey. So ein Scheißlacker, ey. Klar kann er nichts dafür, dass die beschissene Engine so ist. Das ist mir schon klar. Fuck you, Mann, ey. So ein verschenkter... Oh. So ein verfickt verschenktes Spiel, ey. Das regt mich auf. Einfach weil ich halt nichts dafür kann. Klar, das 1-0 ist ja scheißegal, weil ich hab's ja ausgeglichen dann. Ich weiß, dass das 1-0 meine Schuld war, aber es sagt auch niemand, dass wenn es 1-0 nicht fällt von mir, dass ich dann deswegen gewinne oder so. Also das bedeutet ja nicht automatisch, dass ich gewinne, nur wenn ich den Fehler nicht mache. So, ich hab's ausgeglichen, bumm, meinen Fehler wieder gut gemacht. Und dieses verfluchte 2-1 fällt nur, weil diese Scheiße nicht funktioniert bei dem Spiel, ey. Oh, wehe, mir fehlt am Ende ein Sieg auf Elite 3 oder auf Gold 1 oder irgendeine Scheiße, ey, dann dreh ich durch. Weil das hier ist ein Spiel, wo ich sage, das hätte definitiv auch noch für mich ausgehen können. Wenn dieser verfluchte Dreck nicht wäre, dass sie nicht klären wollen. Oh, das ist so eine Scheiße, Mann. Das ist nicht das erste Mal, aber es ist lange Zeit her, dass ich deswegen ein Tor fress. Aber jedes Mal ist natürlich gleich nervig. Ich habe 100 Mal drauf gedrückt. 100 Mal. Die ganze Zeit, weil ich dachte, nee, du machst jetzt keine Flanke. Weil das ist ja das Geile. Wenn du dann nämlich rausflanken willst, dann machen sie die ja manchmal so flach.
so komisch, weil sie den Ball nicht richtig treffen und dann kriegt der Gegner die auch wieder vor die Füße. So, dann dachte ich, du klärst jetzt, das ist in dem Spiel drinnen, du klärst jetzt. Und er klärt halt nicht. Ist das zum Kotzen, ey. Egal, ich habe mich ganz schön aufgeregt und es war auch echt schwer, jetzt am Ende nochmal anständig weiterzuspielen. Aber jetzt gibt's erstmal eine Aufnahmepause, ich gehe zu meinen Eltern essen und dann sehen wir weiter. Macht's gut, tschüss, tschüss.